Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde. Hey, this is not a test. This is rock and roll. Liebe Videofreunde, Petri Heil, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es geht weiter mit meinen Steelbooks. Ich werde jetzt auch mich hier hinsetzen und werde direkt alle Steelbooks zeigen, die restlichen, die ich noch habe, damit wir das Thema mal abhaken können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, mache ich alles in einem Video oder will ich das Video splitten in zwei Teile, weil alles für ein Video, glaube ich, wäre zu lang, weil ich will ja die Sache jetzt endgültig mal abhaken. Guck mal, wie lange ich jetzt da dran bin, weil ich möchte euch ja noch meine Collectors-Editionen zeigen, meine ganzen Boxen, meine Serien, meine Media-Books und wie das alles heißt. Und damit wir mal vorankommen, ziehen wir das jetzt mal durch. Aber bevor ich anfange, wollte ich mich gerne erstmal bei euch Abonnenten und liebe YouTube-Kollegen erstmal bedanken. Ich bin ja wirklich noch nicht lange bei YouTube dabei. Demnächst sind es 1,5 Jahre, wenn ich mir so andere Leute angucke, wie zum Beispiel Lord Gungumful, der ist seit 10 Jahren dabei, der Moviepicker, der ist seit 6. Jahr, der glaubt, der Cobretti, wie lange ist der schon dabei? Der ist ja auch schon 4 Jahre dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal deine Videos gesehen habe, wie du das kleine dicke Rotbäckchen in einem dunklen Zimmer gesessen hat und hat seine Filme in die Kamera gehalten. Das ist grandios, grandios. Und auch in der Film-Community, ich habe jetzt natürlich gemerkt, da läuft stellenweise alles ein bisschen drunter und drüber. Der eine mag den nicht und der eine mag den nicht und der macht das nicht so, wie der andere das gerne hätte. Das ist doch alles Blödsinn. Wir sind doch alle in derselben Community und es macht doch Spaß. Und wie gesagt, an euch Abonnenten und an liebe YouTube-Kollegen, vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt bei 645 Abonnenten. Das ist für mich eine Megazahl. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das mal so weit bringe. Und ich bin auch in meinem Leben am Überlegen, bei 750 Abonnenten vielleicht ein Special-Video zu machen, ein bisschen was Aufwendigeres und mal schauen. Aber wenn, dann kommt noch nähere Informationen, ob ich es mache, weil ich denke mal eher bei 750, ich denke mal bei 1000 werde ich nicht schaffen. Also das ist jetzt natürlich eine Zahl, ach du mächtiger Gott, nehmen wir uns mal die 750 als Ziel und wenn ich das schaffe, machen wir mal ein schönes, geiles, fettes Special-Video. So, jetzt fangen wir mal an. Bevor ich mich 100 Mal wiederhole und wieder irgendeine Scheiße erzähle, die kein Mensch hören will, zeige ich jetzt euch erstmal meine restlichen Steelbooks. Das erste Steelbook, was hier oben drauf liegt, muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine der Steelbooks, was mich überhaupt in diesen Steelbook-Wahn gebracht hat. Was heißt Steelbook-Wahn? Also was mich dazu gebracht hat, mehr nach Steelbooks Ausschau zu halten. Wäre ich schon viel früher auf den Geschmack gewesen, hätte ich so gewisse Steelbooks wie Guardians of the Galaxy Teil 1, das habe ich gar nicht im Steelbook, oder The Avengers 1, Thor 1, das habe ich alles gar nicht. Und wie ich so auf den Geschmack gekommen bin, waren die Dinge auch schon gar nicht mehr bezahlbar. Und teilweise hast du die noch bekommen, 50, 60, 70 Euro. Und da habe ich gedacht, nee, ihr habt... nee, alle lieben nicht. Auf jeden Fall, wie ich mir das Steelbook gekauft habe, da hatte ich, mein lieber Scholli, macht schon Spaß, sowas zu sammeln. Und zwar Batman vs. Superman Dawn of Justice. Also das war ein mega geiler Film und das Steelbook, das hat mir auch richtig gut gefallen. Aber ich denke mal, das sind alles wieder so Steelbooks, die jeder kennt. Ich fand das absolut Hammer. Ich habe das hier so im Regal stehen und alle Viertel jage ich mal hin und zeig und drehe ich das um. Also wie gesagt, sind auch wieder alle Steelbooks. Das ist jetzt nichts Extravagantes. Das sind alles so Steelbooks, die jeder Mann jederzeit überall kaufen konnte. Ne? Aber das habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt. Als nächstes, das war Amazon exklusiv. Und zwar das Man of Steel Steelbook. Man of Steel Steelbook. Diese Comic-Variante. Mir hat das richtig gut gefallen. Und vor allen Dingen gab es für einen schmalen Taler zu erwerben. Glaube ich, für 14 Euro, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, 14 Euro war das. Das Batman vs. Superman gab es auch, aber das wollte ich mir nicht holen, weil, ihr habt es ja gesehen, ich habe es ja bereits. Im Endeffekt denke ich mir, hättest du doch mal noch für 14 Euro noch dazu geholt in die Sammlung, weil jetzt ist das auch wieder zu utopischen Preisen zu bekommen. Die Rückseite, dasselbe Motiv nochmal, halt in schwarz-weiß.
Diese Comic-Dinger gefallen mir eigentlich ganz gut. Dann auch wieder DC Comics, Justice League, auch in diesem Comic-Style. Film selbst hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Gut, man hätte einiges anders machen können. Gut, DC Comics, die mussten ja ein bisschen nachlegen, weil Marvel ist einfach auf der dicken, fetten Überholspur und DC hängt eindeutig wieder hinterher. Ich hoffe, dass der Henry doch weiterhin auch den Superman spielt. Es sind ja momentan so viele Nachrichten im Umlauf von wegen, er spielt doch nicht mehr und jetzt spielt er es doch und jetzt will er doch noch lange, lange Zeit den Superman spielen. Wo sich so viele Leute aufgeregt haben über den Film, dass die Effekte stellenweise schlecht waren. Ja, das stimmt schon. Nur auf der einen Seite hätte ich auch gesagt, komm, ist doch scheißegal, wenn Superman ein Vollbart hat, dann hat er halt ein Vollbart. Ist es so. Fertig. Hätte man da die Fresse nicht da verunstalten müssen mit unnötigem CGI. Was mir an dem Film definitiv nicht gefallen hat, auf einmal kam dieser, ich bin mit DC Comics, kann ich null anfangen. Ich gucke den Film, zack, Cyborg ist da, kurze Einladung, wie, wo der herkommt. Sieht ein bisschen nach Iron Man aus, der Typ. Und die bauen auf eine Spannung hin und alle kämpfen gegen, wie hieß der nochmal, Steppenwolf und kämpfen und kämpfen und kämpfen und kommen nicht klar. Und dann kommt auf einmal der Superman und macht zack diesen hier. Und ja, und dann ist der Film auch schon aus. Also, ja, aber er macht trotzdem Spaß. Aber wenn er kommt und macht nur so, ist das super. Ist ja auch halt der Superman, ne? Egal. Dann ein Film. Ich glaube, es gibt keinen Film, über den es so viele Trailer gab und Infomaterial und was weiß ich nicht, bevor der Film ins Kino kam, beziehungsweise für die Heim-VÖ, und zwar Aquaman. Der Film war noch nicht im Kino, da gab es schon Trailer teilweise von 5 Minuten Länge. Also ich weiß nicht, DC. Wobei der Film an sich war eigentlich ganz gut. Mir hat er gut gefallen. Auch das Bild, das ist mega bunt, extrem geil. Toller Film. Wirklich toller Film. Was mir jetzt natürlich noch auffällt, das Steelbook von Wonder Woman habe ich gar nicht. Wieso, weshalb, warum? Hallo. Warum? Keine Ahnung. Nie drum bekümmert. Ich glaube, das war auch gar nicht so wirklich hübsch, wo ich sagen musste, das musst du in deine Sammlung haben. Dann, Shazam! Eigentlich auch nicht schlecht, ich bin nur nicht so 100% mit dem Schauspieler einverstanden. Das kauft mit dem natürlich nicht so ab, ne? Das ist so ein schmächtiges Kerlchen und dann mit so einem Anzug mit den angeblichen, ne, Muckis. Aber ansonsten war der Film eigentlich gar nicht so verkehrt. Kann man sich angucken. Was mir da von DC stellenweise viel besser gefällt, sind diese Sachen. Diese Zeichentrickfilme. Stellenweise richtig gut gemacht und da beweist DC Comics eindeutig in Sachen Zeichentrick. In Sachen Zeichentrick haben die definitiv die dickeren Eier. Also die Filme richtig genial. Auch hier das Backmotiv von dem Steelbook. Richtig cool. Der Film an sich, ja, ist nicht schlecht. Der zweite Teil, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Den habe ich zwar auch, aber in der normalen Amari. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Irgendwas mit Supermans. Egal. Egal. Weiter. Dann ein Marvel-Film. Ja, ich denke mal, in der zweiten Hälfte vom Video wird es sehr Marvel-lastig. Nur der ist schon irgendwie dazwischen gerutscht. Aber auch nur, weil der nicht zum MCU gehört. Und zwar Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man Rise of Electro mit einem fantastischen, verdammt, was, ich hab's aber auch mit den Namen heute. Ihr wisst, der Schwarze, der den Elektro spielt. Der Django. Jamie Foxx. Eieieiei. Jamie Foxx. Also der Film von seinen Effekten, mega geil. Das ist für mich mit einer der bestgemachtesten Spider-Man-Filme. Obwohl eigentlich finde ich. Ich wollte jetzt schon fast sagen, eigentlich finde ich alle Spider-Man-Filme gut. Ja, schlecht sind sie nicht. Spider-Man 1, 2 mit dem Tobi. Der dritte Teil.
Hammer genial. Für mich war das immer eine Steigerung. Teil 2 war besser wie der erste. Teil 3 war besser wie die anderen. Dann kam Amazing Spider-Man, der erste mit dem Garfield. Der erste Teil hat mir nicht so gefallen. Hier der war natürlich viel, viel besser. Dann hast du dich an dem Schauspieler gewöhnt. Und dann hätten sie doch ruhig weitermachen können. Aber die haben den ja gebraucht fürs MCU. Und der neue Spider-Man, ja, ist auch in Ordnung. Der passt richtig gut ins MCU. Ein junger Typ wie in den Comics. Passt schon. Passt schon. Aber Amazing Spider-Man, wenn dann der Elektro. Wirklich ein toller Film. Dann District 9 mit dem Blomkamp. Was ist der Blomkamp? Ihr wisst, was ich meine. Der auch Elysium gemacht hat. Und Elysium, Blomkamp. Elysium und District 9, was hat er noch? Chappie. Der sollte ja auch mal Robocop machen, ist auch alles verworfen worden. Ich denke mal, der hat das richtig geil gemacht mit dem Robocop. Aber auch abgesprungen, der gute Mann. Warum auch immer. Das Steelbook an sich finde ich richtig cool. Dann Pacific Rim, der zweite Teil. Wie heißt der? Upspring, wie? Ja doch, Uprising. Upspring. Uprising. Hat mir auch ganz gut gefallen. Können sie eigentlich auch weitermachen im dritten Teil. Das ist natürlich so ein typischer Film. So Transformers lässt grüßen, Kaiju, große und große Roboter und alles mögliche, Hirn aus und die Bilder über sich berieseln lassen. Auf jeden Fall macht richtig Spaß. Rückseite geht hier bei District 9. Naja. Dann ein Film, für mich eine, er war zwar gut, aber irgendwo eine sehr große Enttäuschung, weil ich dachte, wenigstens die Nomi Rapace spielt da wieder mit. Alien Covenant. Echt, also eine klare Enttäuschung. Ich dachte wirklich, mit der Nomi Rapace haben sie einen Charakter gefunden, der wieder den Kampf gegen die Aliens aufnimmt und man wird die noch öfter sehen, aber nein, natürlich war es nicht mehr dabei. Das war eigentlich sehr, sehr schade. Was ist denn da draußen los, verdammt? Mein Güte. Alien Covenant. Dann ein Steelbook, das fand ich richtig lustig. Und zwar gab es da so ein Magnetteil vorne drauf. Richtig cool. Mir gefällt das. Ghostbusters. Das ist ja der Teil, den die meisten Leute nicht mögen, weil das ja mit den Mädels da war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Ghostbusters war ja eigentlich schon abgehakt, das Thema. Und dann gab es ja diesen Film. Und ich glaube, wenn dieser Film nicht entstanden wäre, wären die Leute nicht auf die Idee gekommen, komm, wir machen jetzt nochmal einen richtigen Nachfolger. Und ich bin mega gespannt, was sie da auf die Beine stellen. Bill Murray soll ja angeblich mit dabei sein. So, dann hier haben wir den anderen von Blomkamp. Chappie. Der hat mir richtig gut gefallen. Wirklich ein Hammerfilm. Auch das Steelbook gefällt mir eigentlich richtig gut. Normalerweise, der Blomkamp müsste viel mehr Filme machen. So, und dann haben wir einen Film aus dem Conjuring-Universum, und zwar Annabelle Teil 3. Dieser Film hat mir richtig gut gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich als alter Angler, wenn ich immer abends am Wasser sitze und habe mir solche jede Menge Horrorfilme geschaut, wie Conjuring 1, 2, 3, The Nun, Annabelle 1, 2, 3, das war vor kurzem erst gewesen, habe ich mir alle Teile nach und nach angeguckt. So, und dann war ich natürlich nachts im Nachtangeln. Oh, und dann sitzt du da und dann gehen die ganze Zeit die Teile durch den Kopf. Mein lieber Scholli, das haben die richtig gut umgesetzt. Und gerade hier der dritte Teil war eine absolute Steigerung. Von der Annabelle-Teil ist das der beste. Wirklich sehr, sehr gut. Bin auch gespannt auf den nächsten Conjuring-Film. Da geht es hier um irgendeinen, der verurteilt wird. Und sein Verteidiger plädiert darauf, dass er nichts dafür kann, weil er ist irgend so ein Serienkiller. Soll auch wieder auf wahre Begebenheiten sein.
soll eine wahre Begebenheit sein, irgendein Serienmörder oder ein Killer oder was weiß ich nicht alles. Es ist die Gerichtsverhandlung und der Verteidiger appelliert daran, dass er nichts dafür kann, er sei besessen von irgendwas, was auch immer. Und Ed und Lorraine Warren sollen das natürlich untersuchen, ob das wirklich stimmt. Und darum soll es angeblich in Conjuring 3 gehen. Da bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Dann S, Kapitel 2. Ja, was soll ich dazu sagen? Der erste Teil, Kapitel 1, war ja einfach nur Bombe. Und dann kam dieser Teil. Ich weiß nicht. Ich fand ihn gut, aber es war keine Steigerung. Definitiv nicht. Der erste Teil hat so zugelegt von der Spannung, von der Atmosphäre. Selbst der gewisse Witz hat da funktioniert. Mir hat er richtig gut gefallen, aber Kapitel 2 war nicht so 100% meins. So, und dann, ja, der Film natürlich grandios. Und ich hoffe inständig, dass sie definitiv weitermachen. Die haben mit dem Film aufgehört und haben gezeigt, dass es noch mehrere solche Wesen gibt. Und da wäre es natürlich schön, wenn man dann noch ein bisschen was sieht aus diesem Universum. Die Rückseite sieht schon fast besser aus wie die Frontseite. Wirklich genial. So, auch die Kills waren schon ziemlich heftig. FSK-Freigabe war ab. War das ab 16? Ja. Ab 16. Also war schon ein bisschen härter. So, dann für ein mega Angebot bei Amazon mir bestellt: Blair Witch und The Blair Witch Project. Das Remake habe ich mir bereits schon angeschaut und ich habe immer noch nicht mir das Originale angeschaut. Ich habe mich immer noch nicht getraut, weil der soll ja wirklich extrem atmosphärisch sein und extrem gut gelungen. Und das Remake, das war schon absolut widerlich, wie das Mädchen da in der Ecke steht und dieses gewisse Etwas da hinten rumläuft. Das war widerlich. Ich saß auf der Couch, weil hinlegen war nicht. Ich habe mich da, Hammer, Gänsehaut pur. Das war sowas von genial. Und wie gesagt, das Original, ich habe mich noch nicht dran getraut. Definitiv noch nicht. Aber wenn ich das Original mir anschaue, will ich auch unbedingt auch den zweiten Teil sehen. Habe ich auch noch nie gesehen. Habe ich auch gar nicht in meiner Sammlung. Ich muss mir den unbedingt zulegen. So, dann haben wir hier... Ach, das ist alles so staubig, mein lieber Scholli. Pet Cemetery. Friedhof der Kuscheltiere. Ja, wenn man den natürlich sich anschaut... Oh, sogar noch mit Kassenbon. Viel zu viel Geld. Wenn man sich diesen Film natürlich anschaut, muss man natürlich das Original ausblenden, wie bei jedem Remake, meiner Meinung nach. Und ja, das Ende war ein bisschen... Ich will natürlich nichts verraten, weil dann braucht ihr euch den nicht mehr anzugucken, wenn ihr den noch gesehen habt. The Girl and the Spider's Web. Und zwar von dieser Millennium-Trilogie, das Remake, der zweite Teil. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht geschaut. Ich habe noch nicht geschaut. Den ersten Teil mit Daniel Craig, klar, den kenne ich. Und hier den noch nicht geschaut. Was mich natürlich wieder stört, muss ich ganz ehrlich sagen, ist hier eigentlich dasselbe Pärchen eigentlich. Sie und der Schriftsteller, die an diesem einen Fall arbeiten. Und so war es ja natürlich im Original. Wenn sich die Sachlage immer zuspitzt. Und es sind natürlich wieder andere Schauspieler hier, so wie ich das mitbekommen habe. Ich muss mir den definitiv mal reinziehen. Ich glaube, ich muss mir den mit Daniel Craig erst nochmal anschauen, damit ich da vielleicht wieder drin bin. Ich weiß nur, Daniel Craig ist nicht mehr mit dabei und die Schauspielerin aus dem ersten Teil auch nicht mehr. Ich bin total draußen. Ich muss mir das nochmal angucken, das Remake. Das Original, übrigens, wer das Original noch nicht gesehen hat, diese Millennium-Trilogie, Verblendung, Verschwörung, Verdammnis, ganz klare Empfehlung. Richtig tolle Teile, richtig genial. Man muss sich nur echt Zeit mitbringen. Es sind drei Teile
Und jeder Teil geht 3 Stunden. Mein lieber Scholli, da bist, sitze lang. Da sitze lang. So. Dann eine Steelbook-Reihe, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich hoffe, dass der nächste Teil, der jetzt demnächst ins Kino kommt, genauso von dem Style weitermacht. Und zwar haben wir hier Jurassic Park. Plump, einfach schwarz mit diesem Jurassic Park-Logo. Mir gefällt das persönlich richtig gut, vor allen Dingen, wenn alle Teile nebeneinander stehen. So, die Rückseite. Na gut, ein bisschen schlicht gehalten. Aber wenn man natürlich alle Teile in demselben Style hat, oh Gott, ist ja wirklich ganz schön staubig, sieht das natürlich richtig klasse. The Lost World, Jurassic Park, der zweite Teil. Etwas hat überlebt. Genial. Dann meines Erachtens der schwächste Teil von allen. Jurassic Park Teil 3 mit dem Spinosaurus. Richtig cool. Also Steelbook, der Film eher weniger und der ganze Staub. Alles an Hingebein abgeputzt. So, dann natürlich Jurassic World. Auch ein toller Film. Jurassic World. Und wenn natürlich alle Teile nebeneinander stehen, in der gleichen Optik, macht das natürlich Spaß. Fällt natürlich auch jedem auf, der hier reinkommt. Das Leben findet einen Weg in Jurassic World, das gefallene Königreich. Prima. Und ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf den nächsten Teil. Und ich glaube, wir sind jetzt bei 21 Minuten. Ich werde jetzt hier einen Cut machen und werde euch die restlichen dann in einem nächsten Video präsentieren. Und dann haben wir wirklich alle Steelbooks durch und können uns anderen VÖs widmen, wie zum Beispiel, wenn ihr überhaupt Interesse dran habt. Habt ihr eigentlich Interesse an den ganzen Serien, an den ganzen Boxsets? Ja, ich denke mal schon. Wenn wir schon eine Overview machen von der Sammlung und ich bin jetzt schon seit einem Jahr dran, dann ziehen wir die Sache jetzt richtig durch. Und ja, ich sag mal so, das war's. Teilt mir wieder mit, wie euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Däumchen da. Fleißig kommentieren. Ich gebe mir immer Mühe, eure Kommentare zu beantworten. Manchmal dauert es mal einen Tag länger, aber ihr seht es ja selbst. In diesem Sinne, Horrido, euer Filmangler. Bis zum nächsten Mal.